Willkommen zurück zu SFS Colony und schaut mal, was ihr euch mitgebracht habt. Ja, ich habe etwas verändert. Ich habe die beiden anderen Sardinenbüchsen noch nicht zum Mars gebracht. Ich habe hier mich wieder rangesetzt und das noch ein bisschen umgebaut. Das hier ist der Sauerstoffdom. Vorher war es halt wieder nur eine Sardinenbüchse. Das wäre recht langweilig gewesen. Deshalb habe ich das jetzt hier nochmal umgebaut. Und jetzt sieht es auch ein bisschen ähnlicher aus, wie das, was wir auf dem Mond haben. Und natürlich noch ein paar Andockschleusen an die Seite, damit das Ganze auch passt. Und leider kann ich keine Solarzellen als Fenster nehmen, weil das Modul an sich zu schmal ist. Also von der Breite her ist es zu schmal. Und unten kann ich keine Solarzellen hinsetzen, weil ich sie sonst nicht aktivieren kann. Also haben wir dieses Design. Ich bin nicht ganz zufrieden damit. Ich weiß nicht, ich hätte bestimmt was ändern können. Aber dann hätte es auch vielleicht nicht mehr in die Nutzlastverkleidung gepasst. Das ist hier das Größte, was wir jetzt haben, 14 breit. Breiter geht es momentan nicht. Und ja, deshalb machen wir es einfach so. Ich denke, es wird trotzdem ganz gut aussehen. Hier haben wir natürlich die Atlantis 3 V2. Es ist ein bisschen Overkill, muss ich sagen. Das Modul wiegt 22 irgendwas Tonnen. Und die Atlantis 3 kann natürlich 60 Tonnen in einen Erdorbit bringen. Das mache ich deshalb, damit wir hier noch genügend Treibstoff haben, um die Mikroraumstation zum größten Teil wieder aufzufüllen. Und ich würde sagen, reden wir nicht weiter drum rum. Schon wieder 2 Minuten vorbei. Legen wir los.
Da bin ich auch schon wieder. Ihr habt gesehen, eine butterweiche Landung bei der zweiten Stufe und natürlich auch bei der ersten. Die haben mir wirklich sehr gefallen. Sehr im Gegensatz zu der von der letzten Folge. Da sind natürlich zwei Beine weggefallen. Aber beenden wir hier einfach die Mission. Mission beenden und da natürlich auch. Hier haben wir einen Großteil schon wieder aufgefüllt. Nur der große Tank fehlt noch, 17%. Das werde ich locker mit einem Flug hinkriegen. So, dann, ihr seht, die geostationären Satelliten sind so ein bisschen verschoben. Hier ist es nicht so schlimm, hier sind die noch ganz gut angeordnet. Aber ihr habt es sicherlich schon gesehen, beim Mars sind die total verschoben hier. Vor allem dieser Satellit hier, der muss unbedingt in einen anderen Orbit. Ich glaube, ich mache das einfach nach der Folge. Und dann gehen wir mal ganz nah ran. Hier hin. Und Moment mal, was haben wir hier? Ach, da ist tatsächlich noch Müll übrig geblieben. Ich dachte, das wäre komplett zerstört worden. Von dem Tank, dem Extra-Tank, den wir dabei hatten. Tja, okay, ich werde das erstmal lassen, so als Gedenkstätte. Ja, okay, wir haben das hier. Da haben wir diese zwei Sardinenbüchsen in der Mitte. Ich brauchte wieder ein bisschen Treibstoff vom Landepad. Das werden wir irgendwann mal auffüllen, wenn die ersten Bewohner auf den Mars kommen. Dafür brauchen wir natürlich erstmal garantiert die Stromversorgung und den Erzbohrer für Eis, für Wasser, für Sauerstoff. Und da haben wir auch unseren Sauerstoffdom. Ihr seht, die Fenster sind gar nicht mal so schlecht. Ist natürlich nicht so schön wie hier mit den Solarpanels, aber ist auch noch ganz akzeptabel. Natürlich in weiß, wie auf dem Mond, damit alles so ein bisschen einheitlich ist. Und ihr seht, da ist diese merkwürdige Lücke mittendrin. Ja, ich weiß nicht, wie ich es anders gemacht hätte. Wirklich nicht. Ich glaube, ich hätte es ein bisschen eins weiter runtersetzen können, aber es hätte auch komisch ausgesehen. Deshalb werden wir damit leiden müssen, so wie es hier ist. Und ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.